Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Herzlich willkommen zu den Admiral Spieltagstipps. Heute mit Julian Eder vom FC Neu-Isenburg. Und wir gehen heute zusammen den 33. Spieltag durch, und zwar von der Kreisliga Offenbach, Kreisliga Klasse A. Wir beginnen mit der Partie der SV 3 Eichenhain gegen SKG Rumpenheim. Dreischnein ist noch auf 1 oder auf 2, ich kann nicht sicher im Kopf, gewinnt das Ding mit 4-0. Euer heutiger Gegner, die Spielvereinigung Neu-Isenburg 2 gegen HFC Bürgel. Da es um HFC noch was, um was geht, sage ich 1-1. Dann haben wir die Partie, gar nicht selber mit dir mit. Ja, das ist super. Ja. Die Partie GEMA Tempelsee gegen Türkgücü Dietzenbach. Bei der GEMA ist ein bisschen die Luft raus, Türkgücü hat einen überragenden Torjäger. Der wird zwei Eier machen und die gewinnt 2-1 bei der GEMA. Die Fortuna 3 Eich gegen BSC 99 Offenbach. Das Ding geht, tut mir leid an die Fortuna, weil ich sie wirklich gern habe, aber das Ding geht 0-4 aus. Dann die Türkgücü SC Offenbach gegen FC Marok Offenbach. Da fallen Tore, das Ding geht 4-9 aus. Okay, eure Partie machen wir wie gesagt als letztes. Also kommen wir jetzt erstmal zu Squadra Azzurra SG Offenbach gegen Susco Offenthal. Bei denen auf dem kleinen Kunstrasen, das Ding geht 2-2 aus. Vorletzte Partie, die SSG Langen gegen SG Rosenhöhe Offenbach 2. 3-1 für die SSG Langen. Und eure Partie gegen DJK Sparta Bürgel, der FC Neu-Isenburg. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele, haben wir noch die beiden Spitzenreiter, also die werden wahrscheinlich auch beide hochgehen, nehme ich mal an. Aber wir wollen den Jungs einen Punkt abnehmen und das werden wir auch. Wir spielen 1-1. Ja. Alles klar. Ja. Dafür viel Erfolg. Und das waren die Admiral Spieltagstipps. Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de.